Ich glaube, was noch super wichtig ist, ist, dass man sich tatsächlich erstmal mit dem Unternehmen auseinandersetzt, aber dann auch mit der Dienstleistung oder der Thematik. Also ich finde es immer total gut, wenn Leute zum Beispiel auf der Website waren, haben sich mal die Social-Media-Kanäle angeschaut. Dass man die Stellenanzeige ganz gründlich nochmal durchliest, das ist wichtig, weil da auch wichtige Inhalte drinstehen, welche man dann letztendlich im Alltag bearbeiten muss oder welche Aufgabenbereiche man hat. Einfach mal selber bleiben, also jetzt nicht irgendwie googeln, 100 Fragen in Bewerbungsgesprächen. Ich frage niemanden, welche Schokoladenart er ist oder welche Frucht. Vielleicht auch ein paar Cases anschauen, dass man weiß, welche Kunden betreut man so. Dass du dann tatsächlich auch mir Fragen stellen kannst. Also, dass nicht nur ich einen Monolog halte und dir Fragen stelle, sondern dass du am Ende auch tatsächlich Fragen zu der Stelle stellst, zu der Firma. Es wäre ganz schön, wenn du eine Hose anhättest, die keine Löcher hätte. Also, nein, wir sind bei uns im Marketing. Bitte, was man sonst auch anzieht. Kein Anzug, nichts Hochgestochenes, einfach casual. So, wie man sich am wohlsten fühlt. Sportlich schick. Also man muss nicht mit Krawatte kommen, aber ein Hemd und vielleicht ein Sakko und dann eine Jeans oder eine vernünftige Hose, das ist eine gute Kombination. Also ich würde auf jeden Fall früher kommen, weil das ist nicht nur bei uns so, es ist oft sehr verwirrend, wo man hin muss. Und bevor man sich dann verläuft und nicht hinfindet, die U-Bahn nicht kommt oder man keinen Parkplatz bekommt, ich würde eher die Viertelstunde früher kommen, unten warten und dann 5 Minuten vor dem Termin mich anmelden. Also auch wenn es digital ist, dann wartet man einfach im Wartebereich. Wenn du persönlich vorbeikommst, kann ich mir natürlich nur dich anschauen und sehe dich, wie du gekleidet bist, wie du dich gibst. Wenn das Ganze online ist, sehe ich gegebenenfalls ja dein Zimmer, ich sehe, welche Hobbys du hast, was du für Bands magst, was du für Klamotten trägst. Also man sollte tatsächlich schauen, wenn man so ein digitales per Zoom, Skype, Teams, was auch immer hat, dass man sich überlegt, wo setze ich mich denn hin, dass ich Geräuschquellen drumherum vermeide, dass ich schaue, dass ich vernünftig ausgeleuchtet bin, dass der Ton auch funktioniert und vor allen Dingen, dass meine Internetverbindung stabil ist, nicht, dass es währenddessen abbricht. Also da muss man sich tatsächlich ein paar mehr Gedanken machen. Man muss jetzt nicht schauen, was man untenrum anhat, das ist in dem Fall egal, da geht die Jogginghose. Defensiv bleiben und warten oder fragen sogar, wo darf ich mich hinsetzen? Auf jeden Fall nicht direkt vorrennen und irgendeinen Stuhl greifen. Einfach ein bisschen abwarten und dann regelt sich das schon von selbst. Mittig und so, dass ich alle, die im Gespräch sind, gut sehen kann. Ich versuche eigentlich genau nicht, diese Standardfragen zu stellen. Ich frage zum Beispiel, irgendwie, wenn dich dein bester Freund beschreiben müsste, was schätzt er besonders an dir und was bringt ihn manchmal auf die Palme? Oder zum Beispiel, wenn wir dir morgen 1 Milliarde Euro überweisen würden, was würdest du mit deiner Zeit machen? Wie würdest du das Geld investieren? Was würdest du so tun mit deiner Zeit? Also ich versuche eigentlich extrem viel über die Persönlichkeit rauszufinden, weil der, glaube ich, der Match zwischen Unternehmen und Persönlichkeit ist immer super wichtig und dafür versuche ich eigentlich keine Standardfragen zu stellen. Jedes Gespräch ist sehr individuell. Man kann mit der Frage rechnen, was die Stärken und Schwächen der jeweiligen Person sind. Ich frage auch immer sehr gerne, ja, was die Person außer, wenn sie arbeitet, so gerne tut, weil mich schon auch interessiert, wie man die Freizeit so gestaltet. Warum genau du als Person in das Team perfekt reinpasst und warum du dieses Team am besten unterstützen könntest. Bei mir geht es eher darum, passt die Chemie, passt der bei uns ins Team, ist das jemand, ist der lernwillig und tatsächlich auch, was erwartest du von dem Praktikum, was möchtest denn du bei uns einbringen, klar, aber was möchtest du denn auch bei uns lernen? Ich glaube, auch da ist es immer super wichtig, ehrlich und authentisch zu sein. Man kann ja auch sagen, man steht gerade ein bisschen unter Strom oder man steht auf dem Schlauch. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man es versucht, so cool zu kaschieren oder irgendwas, sondern dass man sagt, auch vielleicht, mir fällt da jetzt gerade keine gute Antwort ein, aber ich mache mir dazu mal Gedanken und dann vielleicht irgendwie 2, 3 Stunden später oder einen Tag später nochmal eine E-Mail schickt. Ich hatte das tatsächlich mal mit einer Bewerberin. Ich habe sie gefragt, wenn sie als Tier auf die Welt gekommen wäre, was sie für ein Tier wäre. Und ihr ist da wirklich in dem Moment nichts eingefallen. Und sie hat mir dann später, einen Tag später, eine E-Mail geschickt, was sie wäre und hat es auch noch erklärt. Und ich fand das so cool. Und auch die Idee und die Erklärung war super gut. Und das ist mir total positiv im Kopf hängen geblieben. Klar, man bekommt immer die Fahrkosten erstattet, wenn man von extern irgendwo reinkommt für ein Vorstellungsgespräch.